Ja, hallo und willkommen hier zu Check That Snack. Ja, und heute haben wir von Lorenz Fun Pops Air Pop Crunchy Snack mit in der Geschmacksrichtung Sour Cream and Onion, nicht frittiert, Air Popped, voller Geschmack. Alles klar, schauen wir mal. Air Pop Crunchy Snack. Snack different. Different? Was macht Fun Pops eigentlich so anders? Zuerst die neue Air Pop Technologie. Durch sie schmecken unsere Fun Pops wie luftig leichte Chips, denn sie werden mit Luft gepoppt und nicht frittiert. Aha. Und dann die tolle Rezeptur. Unsere Fun Pops machen wir aus Kichererbsen und Kartoffeln. Das macht sie aufregend knusprig. Aber das Beste ist der Geschmack. Super intensiv und würzig. Und das mit 55% weniger Fett als bei herkömmlichen Kartoffelchips. Endlich musst du nicht mehr zwischen Leichtigkeit und Genuss entscheiden. Fun Pops verbindet beides. Snack den Unterschied. Fun Pops. Snack different. Entdecke auch die anderen Sorten. Und dann gibt's das Ganze noch in Salt and Pepper und Paprika. Ja, das klingt sehr vielversprechend. Hier haben wir einmal die Nährwertangaben. Und dann müssen wir jetzt noch suchen. Hier sind also die Zutaten. Das ist ein Kichererbsen-Kartoffelsnack mit Sauerrahm und Zwiebelgeschmack. Ich würde sagen, wir machen es mal auf und schauen uns das Ganze an. Ja, so sieht das aus. Auf den ersten Blick sieht das aus wie so eine Mini-Reiswaffel. Und jetzt probieren wir das mal. Ja, also ich muss sagen, wenn ihr Chips mögt, die intensiv nach dem schmecken, was draufsteht, dann seid ihr mit diesen Dingern gut bedient, weil an der Gewürzmischung wurde nicht gespart. Also die Dinger schmecken wirklich sehr, sehr intensiv nach Sour Cream and Onion. Ja, also und auch diese Mischung aus Kartoffeln und Kichererbsen macht das Ganze sehr knusprig. Also das ist ein rundum überzeugendes Produkt. Würde ich persönlich auf jeden Fall weiterempfehlen. Sehr gut, schmeckt mir sehr gut. Wie seht ihr das? Habt ihr die schon mal probiert? Jetzt würde ich auch gerne die anderen zwei noch probieren. Das werden wir vielleicht auch mal noch machen. Ja, habt ihr die schon mal probiert? Wie fandet ihr die? Bis zum nächsten Mal. Ciao.